am Ende, nach dem Lesen der Bücher des Lebens oder eines Exemplars, wird dann über längere Zeit hinaus, also wenn das Brot verdaut ist, auf jeden Fall ein Gefühl bleiben. Ein Gefühl, das Orientierung gibt, auch ein paar Hinweise. Und wenn es nur zwei, drei Hinweise sind, die man sich in die Hosentasche steckt und einem auf dem Lebensweg begleiten, so ist das doch ausschlaggebend, wie jetzt zum Beispiel die Koordinaten für ein GPS, um immer wieder in das volle Leben, in das Glück und in die Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten und Erfahrungen einzutauchen. Durchschlupfwege oder Durchschlupfgänge, und dazu braucht es nichts. Man muss nur einmal die Stelle, an der man da durch die Barrikaden, durch den Sumpf, über die Gewässer, wie ein Pionier, wie ein Visionär. Ein geheimer Zugang in die integrale Welt, ganz ähnlich wie Alice in das Wunderland gelangte. Denn um in die andere Dimension hinüberzugehen, ist es für Alice erforderlich, sich zusammenzuschrumpfen auf die Größe eines winzigen Insekts, um diesen Durchschlupfgang passieren zu können und dann auf der anderen Seite groß zu werden wie ein Elefant. Und das ist beim Lesen an sich gegeben, dass man ja sich selbst komplett ausblendet. Man eintaucht in das Gelesene, in die Schrift, in die Bilder, in die Szenen und Figuren, sich dabei selbst vergisst und diese Welt völlig in sich aufnimmt. Die Bücher des Lebens, der Schlüssel, der Zugang, der Durchschlupfweg